Hallo, ihr Harry Potter-Fans da draußen. Und zwar gibt es heute Fakten über Harry Potter, die ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet, ich weiß nicht. Auf jeden Fall geht es mit dem ersten los. Und zwar ein Tod inspirierte J.K. Rowling dazu, Harry Potter zu schreiben. Und zwar erklärte sie in einem Interview mit Oprah, halt, dass es ohne den Tod ihrer Mutter wohl keinen Harry Potter geben würde. Irgendwie traurig, aber irgendwie, man kann das nicht richtig einordnen, ob man traurig sein soll oder glücklich darüber. Also auf den Tod auf jeden Fall nicht, ne? Also ihrer Mutter jetzt, ne? Das ist auf jeden Fall klar. Und zwar sagte sie, die Bücher sind so, wie sie sind, weil sie starb, weil ich sie geliebt habe und sie starb. Ja, dann gibt es noch eine traurige Geschichte von Professor McGonagall. Und zwar verliebte sie sich im Alter von 18 Jahren in den Muggel Douglas McGregor und nahm sogar seinen Heiratsantrag an. Aber da ihr Vater selbst ein Muggel war und nie mit der Tatsache klarkam, dass ihre Mutter eine Hexe war, also magische Fähigkeiten hatte, hat sie sich nicht getraut, ihren Eltern davon zu berichten und ließ Douglas dann mit einem gebrochenen Herzen stehen. Und sich selbst wahrscheinlich auch. Boah, die Arme. Irgendwie mochte ich die von Anfang an, ich weiß nicht. Also klar, die war schon streng, aber irgendwie auch nett. Also die hat ja dann Harry geholfen, also als sie da mit dem Auto, ich weiß gar nicht mehr welche, ich glaube, es war das dritte, ne, der zweite Teil war das, glaube ich, ne, mit dem fliegenden Auto. Und es gibt noch mehr magische Züge als in Hogwarts Express. Und zwar auf der Harry Potter Plattform Pottermore wurden noch weitere Züge vorgestellt. Es gibt nicht nur den Hogwarts Express auf dem Gleis 9 3 Viertel, sondern auch auf dem Gleis 7,5 auf dem King's Cross Bahnhof soll es zum Beispiel einen für Zauberer zugänglichen Zug geben, der dem Orient Express ähnelt. Cool. Und Arthur Weasley sollte ja sterben, also ich glaube, das wissen auch die meisten von euch. Und zwar sollte der im 5. Buch sterben, in Harry Potter und der Orden des Phönix. Und die hat es dann doch nicht übers Herz gebracht, halt den Vater von Ron und 6 weiteren Kindern zu töten. Und ließ stattdessen einen anderen Charakter sterben. Wir wissen wohl alle, wer das ist. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, wer das ist. und diesen Song hätte sich Albus Dumbledore zur Beerdigung gewünscht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Und zwar voller Trag war der Tod von Albus Dumbledore und in Harry Potter und der Halbblutprinz. Oh mein Gott, ich habe da fast geheult. Ohne Scheiß, ich war da so... Ich so, der kann doch jetzt nicht. Ich kannte die Bücher zwar, ne, aber ich habe mir so gedacht, ich so, nein, 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 nein. Nein, wieso? Und auf jeden Fall, der Song, den er sich gewünscht hätte, wäre My Way von Frank Sinatra. Oh mein Gott, ich liebe diesen Song. Boah, krass, ich habe jetzt gerade eine Gänsehaut, Leute. Alter. Und Remus Lupin hasst Wölfe. Geil. Okay, ja, der Patronus des ehemaligen Lehrers, Verteidigung gegen die dunklen Künste, blieb zwar ein Geheimnis, aber, also halt im Film blieb das ein Geheimnis und später kam dann heraus, sein Patronus ist tatsächlich ein zahmer Wolf, also kein Werwolf. Aber er mag ihn trotzdem nicht. Ja, er hat halt eine sehr, sehr, sehr tiefe Abneigung gegen Wölfe. Und später erklärte auch J.K. Rowling, dass die Werwolfskrankheit halt eine Metapher für stigmatisierte Krankheiten wie AIDS sein soll. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der 7. Fakt, oh mein Gott! Nein! Ron Weasley sollte tatsächlich sterben. Oha! Sie hätte ihn fast aus purer Boshaftigkeit getötet. Und zwar ungefähr in der Mitte ihrer Arbeit in der 7-teiligen Reihe habe sie mit dem Gedanken gespielt. Und weil damals sei es irgendwie nicht gut gegangen und deshalb musste fast Rupert Grints Charakter sterben. Oha, nur weil es ihr nicht gut ging. Klar, so ein Buch spiegelt ja die Gefühle und halt Emotionen des Autors wieder, ne? Das ist klar. Hier, der 8. Fakt, so geht es Lupins und Tonks Kind. ja, Remus Lupin und Nymphadora Tonks, die sind ja gestorben. In der großen Schlacht. Und Remus wurde ja von Dolahoe und Tonks von Bellatrix getötet. Und ja, der Vollweise, der kam halt zu seiner Großmutter Andromeda Tonks, lebte da glücklich als Harry Potter, Gott sei Dank.
wenigstens etwas. Ach, Gott sei Dank. Der neunte Fakt, Michael Jackson wollte tatsächlich ein Harry Potter Musical auf die Beine stellen. Nein. Oha. Also es ist ja, es gibt ja schon ein Harry Potter Stück, halt dieses mit dem, ach Mann, wie heißt das nochmal? Harry Potter und, keine Ahnung, nein, ich, Harry Potter. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall gibt es ja ein Theaterstück. Und ja, was es bislang aber nicht gab, war ein Harry Potter Musical. Oh mein Gott, ich würde da sofort reingehen. Also Michael Jackson hat früher halt diese Idee vorgeschlagen, aber J.K. Rowling fand das eher unglaubwürdig. Also die hat nicht so dran geglaubt, dass das möglich sein würde oder dass das funktionieren würde, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie ihm eine Absage erteilt. Luna Lovegood hat geheiratet. Nein. Ich liebe sie wirklich. Vor allem, als ihre Schuhe irgendwie versteckt wurden, da hingen die doch da irgendwie so ganz oben. Die meinte man doch, ja, man findet Dinge immer, wo man sie am wenigsten erwartet. Sie hat doch noch ihre große Liebe gefunden. Und zwar hat sie Magie-Zoologen. Rolf Scamander ihre große Liebe gefunden. Er ist der Enkel von Newt Scamander, halt Fantastic Beasts and Where to Find Them, also da hat er mitgespielt, da ist er die Hauptrolle. So, da ist er der Hauptcharakter, so jetzt. Ihre Zwillingssöhne heißen Lorcan und Lysander. Harrys Sohn ist genauso neugierig wie er, oh mein Gott, das kann richtig cool werden. James Sirius Potter ist der Sohn von Harry Potter und halt offenbar genauso neugierig wie sein Vater. In einer Fragerunde erzählte nämlich J.K. Rowling, dass James die Karte des Rumtreibers eines Tages aus dem Schreibtisch seines Vaters geklaut hat. Ich liebe George und also ich liebe wirklich die Weasleys, die Weasley-Zwillinge. Die hatten ja irgendwie die Karte des Rumtreibers und haben das dann Harry und Ron gegeben. Oh mein Gott. Oha, Voldemort wurde 71 Jahre alt. Nein. Wartet mal, weil wenn er am Ende 71 Jahre alt war, dann war er, Moment, es gibt ja 7 Teile, Harry wurde dort 17 Jahre, 71 minus 17, 60, ne? Da war der irgendwie 55 oder 56 Jahre alt, als er Harry ermorden wollte. Oha! Fred und George haben Voldemort mit Schnee beworfen. Oh, ich liebe die beiden. Oh mein Gott. In unserem ersten Buch. Damals bekam Fred und George einen Tadel, denn sie hatten Professor Quirrell mit verhexten Schneebällen beworfen. Sein Hinterkopf bekam es besonders ab, wie sich wieder herausstellte. War ja dort dann Voldemort. Ja, ja, natürlich. Ey, wie geil, die haben ihn mit Schneebällen beworfen. Oha, die Mauernde Myrte ist die älteste Schülerin in Hogwarts. Und zwar, nein! Im zweiten Teil in Harry Potter und der Kammer des Schreckens, da war doch die Mauernde Myrte. Die war damals 37 Jahre alt. Oha, ich hab die... Nein. Ich hab die irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht 15 geschätzt oder so. Das, oha. Der 15. Fakt, es gab Läusealarm am Set. In dem zweiten Teil, da haben die Kinderschauspieler halt Läuse gehabt und dann musste extra eine Kinderkrankenschwester ans Set kommen. Das ist sehr cool. Rupert Grint lacht so viel, das ist der 16. Fakt. Und zwar während der Dreharbeiten von Herbert und die Heiligtümer des Todes. Oh. Eins mussten Daniel und Emma Watson für eine Kussszene vor der Kamera stehen. Und Rupert Grint schaute halt von außen zu und musste allerdings so sehr lachen, dass er des Sets verwiesen wurde. Ah, ich feiere den. Ich feiere wirklich die Weasleys. Ich liebe die Weasleys so, ne? Genau, Harry Potter and the Cursed Child, das war das. Ah, das muss ich mir auf jeden Fall noch holen. Das kommt bald auf Deutsch raus. Auf Englisch kann ich mir den eigentlich auch holen. Das geht eigentlich auch klar.
Okay, das war's mit Fakten zu Harry Potter. Bis dann!